Willkommen zurück zu Pikmin 4. Starten wir den mit ein paar Abschlussberichte für Tag 5. Heute haben wir natürlich keine Gerettete gehabt und haben insgesamt auch nichts wirklich Neues gesammelt. Fortschritt blieb auch gleich. Also wir sind... Dann geht nicht ganz so, vorankommen, macht aber nichts. Das ist also ultra motivier Nektar. Bei der Farbe ahnt man schon, wie scharf er ist. Daraus macht man schließlich ein Spray, das Pikmin motiviert. Also kein Wunder. Kleine Kostprobe gefällig? Ach, warum nicht? Es dient schließlich der Qualitätskontrolle. Ich will ja nicht, dass Mitglieder meiner Crew ein schlechtes Produkt erhalten. Also mal probieren. Scharf! Ist für wirklich ziemlich scharf. Bin ich froh, dass ich keine Kostprobe genommen habe. Du bist plötzlich so flink unterwegs. Da könntest du all deine Arbeit in einem Bruchteil der Zeit erledigen, Seven. Vielleicht. Doch dieser Nektar, unverdünnt zu trinken, dürfte signifikante Risiken bergen. Okay, also da gibt es so einen Nektar. Der auch noch sehr scharf ist, sehr schön. So, und das ist eigentlich der Sinn von dem Part Rettungsmission Tag 6. Geht jetzt direkt auch los und wir starten das jetzt auch direkt in Tag 6 rein. Tag 5 ging jetzt relativ schnell. Schauen wir mal, wie schnell oder nicht schnell wir im Tag 6 sind aus hier. Natürlich meine Pikmin holen. Vielleicht sogar anders halt können sie werden. Kommt her. Dann würde ich vorschlagen. Jetzt los. Weiter geht's mit der Expedition. Aufpressen! So sieht's aus. Wir erkunden das weiter. Let's go. So, sagen wir nochmal, was uns hier in dem heutigen Part so alles erwarten wird. Spoiler ahead, es wird viel sein. Sehr, sehr viel, was uns erwarten wird. Mal sehen. So, hier wir agieren. Jetzt machen wir unsere ganzen Pikmin eigentlich so unnötig, dass sie davor rausholen, wenn ich sie dann eh wieder. Also, es war 10, komm, mach mal 11. Ich ging auch Hälfte, Hälfte. Wobei, nee, wenn wir hier drauf gehen, müsste man mal lieber maximal 10. Bei manchen Pikmin, wie zum Beispiel Games, hat Estra und die Blauen sind auch relativ, wa? So. Und ich bin eigentlich dumm, wenn wir jetzt so einen Blauen nehmen. Ein paar Blaue nehmen. Ich dachte, ich kann das Wasser vereisen. Der ist ja auch doch nichts. Nice. 30 Bäume dafür, gut, weil sie größer als Gewässer ist, ne? Eieiei, da bist du erst irgendwann mal ein Problem, wenn es, weil es nicht anders war, ich nur Pigment davor habe, bis jetzt zumindest. Gut, die kann man natürlich mehr Rot danach produzieren lassen, das machen wir auch bloß aus. Ganz gern, immer mal wieder. So, währenddessen schauen wir uns hier nochmal ein bisschen weiter um, denn wir haben jetzt auch mehr Weg und so weiter hier freigeschaltet da hinten, den erkunden wir jetzt einfach mal ein bisschen den Spoiler ahead. Auch da wird es wieder viel zu erkunden geben. So, das ist so der Plan für diesen Part hier heute. Mal sehen, was es hier so alles gibt. Erst viel haben wir schon gesehen. Aber hat man es alles, ne?
Katzen wieder was gehört. Das hört sich für mich sehr nach Pikmin an. Kommen wir noch ein paar mehr rein. Dann geht's schneller, ich hoffe aber nur, dass nicht alle sterben. Ah, jawoll! Perfekt, so. Ozin, brauchst eigentlich ganz gerne mal das. Aber nee, warte, das können wir auch alle zusammen. Doch, mehr dagegen. Okay, das bringt nichts Besonderes, hier dagegen zu laufen. Oh, nix. Okay, gut zu wissen. Hatte Hoffnung. Aber wenn man hier dagegen läuft, das wird bestimmt was bringen. Aha. Da kommen wir mit also noch mehr an. Perfekt. Wieder mehr von den Dingern. Die sammeln wir mal alle ein. Let's go. So, ich glaube, die Dinger sind böse. Ach, ist das gerade ein Pikmin gestorben? Tschüss. Glück gehabt, Poppy. So. Verzweifelt könnt ihr irgendwas hören können, was hier irgendwo herkommt. Aber sei es drum. Hier scheint erst wohl nichts zu geben. Jetzt haben wir uns hier generell noch mal ein bisschen weiter um. Schwierig alles im Teil. Gut, da kommen wir jetzt nicht hoch. Ah, da kommen wir auch noch mal. Nein, nein, nicht meine gelben. Na, ja, die kommen alle wieder raus, das ist die Hauptsache. So, und du holst mal noch den, perfekt. Damit ein Blick auf meine Missionskarte. Ja gut, da gilt es einfach nur Leute retten, ne? Vielleicht gibt es im Fabriklabyrinth noch mehr, es hatten nämlich das erste 50% erkundet. Aber hole ich mir lieber zuerst meine Pikmin wieder zurück. Da oben ist ja garantiert noch was und ich weiß nur noch nicht, wie ich da hinkomme. Vielleicht ist das so eine Sache, die jetzt mal oben auf meiner To-Do-Liste sieht, wie ich da nach hinten hinkomme. So, ihr Pikmin, macht mal keine Pause. So, perfekt. Alle 40, 45 da, so muss das sein. Die Pikmin sind ja irgendwie da weggekommen. Oder waren das die beiden, die gestorben sind? Weil da, die haben ja da irgendwas da mit den Früchten. Oder sind die da irgendwie zurückgekommen? Muss mich gerade erstmal kurz orientieren, das dauert. Das ist ein kleines bisschen. Und jetzt ist alles irgendwie mit dem Teil hier hinten verbunden. Dass wir alles noch nicht erkundet haben. Wenn irgendwie dieser Elektrozaun im Weg ist. Was ein bisschen sehr belastend ist, weil ich jetzt erstmal herausfinden will, wie ich überhaupt da nach hinten am günstigsten hinkomme. So, hier nach oben. Da komme aber hin. Ich muss einfach mal die Tüte da unten schütten, damit man da einfach auch flüssiger dass wir gehen kann. Das sind aber auch so Sachen, die wichtig sind. Die können wir einreißen. So, wenn alle mitarbeiten, wird es ja relativ so gut gehen. Let's go.
So. Perfekt, der Gast kommt wieder hierher, supi. So. Da sehen wir an, da sind wir doch ist mal ein paar Meter weiter, das ist sehr, sehr gut. Ist aus mehreren Gründen sehr, sehr gut. Ach, gerade zu zwei zusammengekratzt, dafür perfekt. Gut, dann tragt immer brav das Ding und währenddessen tun wir das jetzt sieben. So. Der Sup jetzt kann ich auch mal hoch und runter gehen. Ich könnte Pikmin das hier lang. Und sieh mal an, was wir hier haben. Wunder. Ein neuer Eingang. So. Den werden wir auch sehr gleich betreten, aber zuallererst will ich meinen ganzen Pikmin mal zurückholen. Ich glaube, dies macht nämlich mehr Sinn. Aber erstmal bringen die das Fernglas hin. Und wir haben ein bisschen mehr Glyceum gesammelt. David Otzin, ihr habt es geschafft. Toll gemacht. Mit Energie, die wir dank euren sammeln konnten, können wir das Radar der Sephard weiter reparieren. Das ist doch super, so muss das. Ja, jetzt haben wir wieder unsere 40 von 40 und auf geht's, würde ich sagen, in die Höhle da hinten. Was uns dort drin erwartet, das, liebe Leute, ihr könnt es aus dem Fass denken. Seht ihr aber im nächsten Part von Let's Play Pikmin 4. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!